Weiter geht es mit einer weiteren Folge quietschendes Mikrofon. Natürlich Bausimulator. Ich habe gerade mein Mikro bewegt, hat noch schön gequietscht. Vielleicht hört man sogar. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Wir haben in der letzten Folge hier schön rumgebuddelt und haben mit dem Radlader Erde weggeschafft, haben mit der Planierraube von Ketter noch ein bisschen Material weggeschoben. Wir haben Material geshoppt. Steht alles voll. Wir haben Material verteilt und sollen jetzt in dieser Folge ein bisschen Beton gießen. Und ich habe da hinten schon gesehen, da habe ich ein schönes Fahrzeug stehen. Fragt mich nicht mehr, wie es heißt. Es wird zum Running Gag. Nein. Fahr-Micha Betonpumpe oder so war die Bezeichnung von dieser Fahrzeugklasse. Wir werden mit diesem Fahrzeug jetzt also ein bisschen Beton gießen. Ja, wir könnten theoretisch auch den Kübel nehmen. Wir könnten theoretisch auch eine große Betonpumpe herholen. Wir könnten theoretisch auch einfach mit dem Betonmischer da irgendwie blöd hinfahren. Aber nein, das würde nicht funktionieren. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten in dem Spiel, irgendwie Beton hier zu verteilen. Und wir machen das mit dieser Variante. Wir könnten tatsächlich noch runterfahren. Das tut mich gerade ein bisschen überraschen. So, ich muss natürlich gucken, dass ich nicht wieder viel zu nah dran stehe. Ich denke mal, so ist eine einigermaßen gute Entfernung. Ich hoffe mal, der Boden ist verdichtet, weil wir alle wissen ja, Kranplätze müssen verdichtet sein und eine Betonpumpe ist ja auch was mit einem großen Auslieger. Da müssen die Stützen schon einen guten Halt haben und deswegen hoffe ich mal, dass wir nicht umkippen, aber normalerweise kein Thema. Wir sind hier gerade mit der DAF-Beton, mit dem Fahrbeton-Micha-Pumpe gedöns. diese Klasse von dem Fahrzeug macht mich einfach fertig. Ist die DAF-Variante genau. In der letzten Folge hatten wir, in der vorletzten war das, glaube ich, wo wir da beim Hangar das Dach betoniert hatten, bei dem Nebengebäude. Und das ist das Scania-Fahrzeug da hinten, genau, Scania war das, glaube ich. Na gut, wir machen auf jeden Fall jetzt hier weiter mit der Kiste hier, mit dem Fahr-Micha-Betonpumpe, so. Das macht mich wirklich fertig. Na gut, wir betonieren jetzt erstmal ganz auf die Schnelle hier. Mit der wunderbaren Maschine. Ich bin wirklich aber glücklich, dass diese Maschine hinzugekommen ist, diese Maschinenklasse. Ich kann es nicht oft genug sagen. Mit der Betonpumpe, klar, du hast viel mehr Reichweite und so, aber du musst halt immer umsteigen, dass man, wenn du im Singleplayer spielst, ist es ein bisschen anstrengend mit deiner normalen Betonpumpe. Wenn man im Multiplayer spielt, glaube ich, gar kein Thema, weil dann kannst du ja so machen, einer sitzt in der Betonpumpe, der andere sitzt in der Betonmischa. Da ist es natürlich von der Einteilung her ganz anders. Ich frage mich aber nur gerade, warum das hier so ein kleines Fundament nur wird. Ist das nur so ein kleines Gebäude, das Terminal, oder? Naja, ich lasse mich überraschen, auf jeden Fall. So, das schalten wir aus. Okay, ich wollte gerade schon zurücksetzen, aber nö. Wir setzen nicht zurück, wir schalten alles wieder an. Machen direkt weiter. Baumaschine ist leer, kein Ding. Befüllen wir direkt wieder, schmeißen wir wieder an. Dann schmeißen wir... Ja, mein Controller will immer nach oben links. Es ist nämlich heute wieder warm und wir alle wissen oder haben mittlerweile schon gelernt, wenn es warm ist, dann hat mein Controller so einen richtigen Drift. Bei kaltem Wetter funktioniert es besser. Total interessant. Aber klar, bei Wärme dehnt sich halt alles aus und dann hast du vielleicht auch damit ein bisschen Probleme. Und ich habe wirklich festgestellt, wenn es kalt ist in der Wohnung, dann funktioniert er besser. Aber ich habe ja schon mal gesagt, der Controller hat schon so extrem viele Jahre auf dem Buckel. Der darf auch mal ein bisschen rumdriften. Ja, und solange der noch funktioniert einigermaßen und theoretisch im Spiel, ich glaube hier im Bausimulator kann ich auch einen Totbereich einstellen für den Controller, brauche ich keinen neuen. Das passt schon. Da gibt es Dinge, da würde ich erstmal lieber investieren, zum Beispiel eine Capture Card, damit ich auch Switch aufnehmen könnte, gerade jetzt, wo dann irgendwann Notruf, Angriffstrupp rauskommt. Würde ich total gerne auf dem Kanal zeigen und ja, ohne Capture Card kann ich halt die Switch nicht aufnehmen und so weiter. Aber gut, mal gucken, was die Zeit noch so bringt. Jawohl. Wir müssen hier den blauen Bereich räumen, machen wir doch direkt. Dann wird bestimmt genau der Graben da aufgefüllt. Muss wieder Material verteilt werden. Ich lasse die Maschine mal hier, weil ich glaube, die werden wir noch das ein oder andere Mal brauchen. Was ich aber gerade mal machen würde, ist, wir sind nämlich schon wieder hier gerade nachts unterwegs. Und nachts, nee, wir springen mal zum Morgen. Genau. Da haben wir wieder den Morgen. Man kann hier unten noch rein. Okay, cool. Schöner Keller. Auf jeden Fall. Aber es sieht so klein aus. Es sieht wirklich klein aus. Wir sollen aber jetzt hier ein paar Paletten verteilen. Und ich glaube, so wie die jetzt hier platziert wurden, komme ich auch mit dem Teleskoplader dran. Deswegen
renne ich mal zu dem, den habe ich hier so mitten auf der Straße geparkt, aber normalerweise, es ist ja eigentlich Flugplatzgelände mittlerweile ziemlich, alles andere ist ja weg, also normal fährt hier eh kein Auto mehr lang. So, wir sollen auch Betonträger verteilen, die sind auf der anderen Seite. Da müssen wir dann mal gucken. Da sind die schon, aber wie gesagt, da muss ich von der anderen Seite dran fahren und erstmal freiräumen, weil die waren auch unten. Klar, die wiegen ein bisschen, die muss man unten hinstellen. Ich nehme jetzt aber erstmal hier die Palette Holz, die kommt dann nämlich an die Seite. So, kurz hier den Absatz runter. Dann können wir die hier schon mal seitlich hinstellen, dann brauchen wir noch Bewehrungsgitter. Da muss ich mal gucken, haben wir da noch irgendwas frei oder nicht. Palette Betonsäcke hatten wir, glaube ich, auch frei. Die standen, glaube ich, oben drauf. Aber da muss ich, glaube ich, hier von der Seite dran. Bin ein bisschen weit gefahren. Boah, komme ich da dran oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich die so seitlich rausheben kann. Ich glaube, meine Palettengabel vorne ist ein bisschen weit eingestellt. Ich glaube, ich komme da nicht runter aus der Perspektive. Doch, tatsächlich. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt hier so rausschleifen kann, weil die ist ja angesnappt. Ich versuche mein Bestes. Jawohl, rausgeschliffen. So macht man das. Gut, die kommt auf die rechte Seite. Okay. Langsam hier runterfahren. So. Da muss ich gucken, Bewehrungsgitter. Ich müsste eigentlich erstmal die Bewehrungsgitter hier hinstellen. Die muss ich nämlich auch so seitlich reinfahren. Stellen wir einfach mal so ab. Tue ich dann einfach da hinschleifen, ist gar kein Thema. Bewehrungsgitter. Keine Ahnung. Habe auch von vorne keine gesehen. Ich würde sagen, ich tue jetzt erstmal hier diese Betonträger freiräumen. Weil dann können wir die schon mal wegmachen. Dann sehe ich auch, wo überall noch Bewehrungsgitter sind. Aber die stellen wir einfach irgendwo nebenhin. Das ist nicht so wild. Von denen haben wir eh ganz viele. Von den Paletten. Wir brauchen zweimal Betonträger. Das heißt, wir müssen hier komplett oben freiräumen. Und ich werde die mit dem Teleskop leider nicht anheben können, das sehe ich gerade. Weil ich komme da nicht runter. Wenn ich nicht runter komme, ist doof. Kann ich mit dem Teleskop leider nicht anheben. Na gut, ich räume sie trotzdem mal frei. Und dann gucken wir nochmal von vorne, ob da irgendwo noch Bewehrungsgitter sind. Ah, okay. Welche gesichtet? Das sind die Stahlteile, oder? Die grünen Paletten waren, glaube ich, die Stahlteile. Die müssen da runter. Ups. So, dann müssten wir da eigentlich drankommen. Brauchen nur die eine Palette, Bewehrungsgitter. Ich glaube, dahinter ist nämlich noch eine, aber ich glaube, die eine reicht. Aktuell. So, ich wollte ja eigentlich in dieser Folge über ein anderes Thema reden, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es ansprechen sollte, weil eigentlich... Das ist ein bisschen, ja... Ein bisschen Nörgelthema, sagen wir es so. Na gut. Und zwar war ich mit meinem Vater, mit meiner älteren Schwester und mit meiner kleinen Nichte in einem Freizeitpark. Ja, wir haben in der Nähe einen
mittelgroßen, eher kleinen Freizeitpark, sagen wir es so. Ist für kleine Kinder. Ich bin nur mitgekommen, weil meine kleine Nichte, ich feiere das einfach, wenn die Spaß hat und wenn man da ein bisschen rumblödeln kann mit ihr. Und ja. Leider waren an dem Tag auch 5 Schulklassen da. Ja, Schulklassen, ich würde mal so Alter tippen, 13, 14 Jahre alt. Ja, vielleicht auch noch 1-2 Jahre jünger. Aber ja, so in dem Dreh. Und genau, ich kann die Betonsäcke mal platzieren. Und irgendwie waren wir alle so extrem genervt von denen, dass wir alle wirklich am Ende keine Nerven mehr hatten. Weil wir haben noch nie so ein respektloses Verhalten in diesem Park erlebt. Und dieses Mal war es einfach wirklich so ein Höhepunkt, wo man sich gedacht hat, what the fuck, was ist da los? Es ging damit los, dass wir quasi in der Warteschlange gestanden haben für Rodelbahn fahren. Ja, meine kleine Nichte wollte mit mir Rodelbahn fahren. Und klar, sagt man nicht nein. Und gut, haben wir uns angestellt, war kurz bevor die Rodelbahn aufgemacht hat in diesem Freizeitpark. Und ja, dann haben wir uns da angestellt, waren schon ein paar Schulkinder vor uns und wir haben es halt dahinter angestellt und dann kamen immer mehr Schulkinder und immer mehr Schulkinder und letzten Endes haben sich bestimmt 30 Stück vorgedrängelt. Gut, haben wir aber nichts gesagt, weil wir uns gedacht haben, ja, jetzt schon direkt zum Morgen anfangen rumzumeckern und rumzuschimpfen, ist irgendwie kacke, haben wir keinen Bock drauf. Haben wir also gelassen, haben wir uns gedacht, gut, wenn die alle vorfahren, haben wir dann unsere Ruhe, dann fährt uns wenigstens hinten keiner draus. War aber der falsche Gedanke, weil, jetzt kommen wir zu dem Thema, irgendwann waren wir auch mal dran, nachdem alle 20, 30, die sich vorgedrängelt haben, vor uns gefahren sind, waren wir auch mal dran und wir hatten falsch gedacht. Denkfehler war, wir haben gedacht, ja, die werden wahrscheinlich so rasen, dass die fast aus den Kurven fliegen und uns vielleicht hinten drauf fahren beim Rodelbahnfahren. Deswegen haben wir die dann vorgelassen, ohne rumzumeckern und haben einfach gedacht, ja, leckt uns einfach am Arsch, geht einfach vor, gut ist. Wenn ihr keine Erziehung genossen habt oder so, macht's einfach. Und ja, dann sind wir losgefahren und ich musste nach den ersten, was weiß ich, 30, 40 Meter musste ich bremsen und langsamer die Bahn runterfahren als Schrittgeschwindigkeit. Das heißt, man ist wirklich auf dieser Bahn dann fast stehen geblieben. War natürlich doof, weil meine kleine Nichte, die ist so ein Adrenalin-Junkie, habe ich ja schon mal erzählt, die ist total verrückt und wir mussten dann da langsam durch die Gegend kriechen. Warum mussten wir langsam durch die Gegend kriechen? Weil die Schulkinder gemeint haben, sie müssten während der Fahrt, was streng Verbotenes machen, erstens Handy in der Hand halten und die Fahrt filmen und dann dafür in Schrittgeschwindigkeit die Bahn runterfahren und zweitens halt stellenweise einfach stehen bleiben. Weil man ja während der Fahrt erstmal auf dem Handy gucken muss und auch nochmal schnell ein Foto machen muss und was weiß ich. Wo man sich schon mal an den Kopf greift und denkt, was zur Hölle geht in eurem Birnen eigentlich ab? War richtig nervend. Ich habe auch danach der ersten Fahrt gesagt gehabt, meine Nichte, kannst mit deinem Opa fahren? Ich fahre nicht mehr, weil ich reg mich dann nur auf. Beziehungsweise habe ich gesagt, fahr nochmal mit dem Opa, ich möchte nicht mehr. Mir hat es gereicht. Ja, die Bahn da im Schritttempo runterfahren, wo man 10 Minuten, Viertelstunde für ansteht, und dann nicht richtig fahren kann, weil die es irgendwie nicht auf die Kette kriegen, weil Handy wichtiger ist und kein Respekt mehr vor anderen und so weiter und so fort. Und nochmal sich anstellen und ständig andere vordrängeln oder vor einen zu haben, die sich vordrängeln und so weiter und so fort, habe ich keine Lust mehr gehabt. Und da morgens schon rumzumeckern, ich bin kein Morgenmensch, habe ich erst recht keine Lust gehabt. Gut, wie gesagt, da haben wir ein Auge zugedrückt. Sie ist dann nochmal mit meinem Opa gefahren und dann... sie ist nicht mit meinem Opa gefahren, weil er hat auch gesagt gehabt, er hat keine Lust, weil ich ihm erzählt habe, was da abgeht auf der Strecke heute. Sie ist dann nochmal mit meiner Schwester gefahren, meiner Älteren, also ihrer Mutter. War schon mal ein bisschen doof. Dann ging es los, wir haben an einem anderen Fahrgeschäft gestanden, beziehungsweise... Ja, nee, haben wir nicht. Ich muss es anders erzählen. Dann war so ein bisschen das Problem, dass die gemeint haben, sie müssten stundenlang Fahrgeschäfte fahren, weil immer die meisten Fahrgeschäfte da ja Selbstbedienung sind. Das heißt, du gehst da rein, brauchst nur jemanden, der außerhalb von der Maschine steht und dann Start drückt, nachdem die Sicherheitsbügel unten sind und was weiß ich. Und da war halt das nächste Problem, dass die halt gemeint haben, sie müssten ununterbrochen fahren und keine anderen Leute reinlassen.
war schon mal das nächste Mecker-Thema, wo wir uns dann mit denen angelegt haben. Wo wir dann gesagt haben, Leute, ihr seid nicht allein auf der Welt, es wollen auch mal andere Kinder fahren. Seht mal zu, dass ihr fertig werdet. Natürlich alles in netten Ton. Ja, gut, da hat man sich da schon mal aufgeregt. Beziehungsweise war man wieder genervt, dass man denen sagen muss, dass es auch noch andere Menschen auf der Welt gibt und die nicht alleine im Universum sind. Was ich auch denke, das hätte man damals als Kind niemals gemacht. Da hätte man einmal gefahren, wenn da andere Leute gestanden hätten und dann wäre man ausgestiegen. Aber nee, nochmal direkt starten, nochmal starten, nochmal starten, nochmal starten, andere Leute nicht reinlassen oder fahren lassen, ist einfach komplett doof. Ja gut, von mir aus. Wenn sie alle so einen Ego-Trip fahren, müssen sie sich halt nicht wundern, wenn sie dann ständig angemeckert werden. Ja, bei der Rodelbahn war es auch so. Da, bei der Rodelbahn ist halt einer, der dann immer im bestimmten Abstand wieder Leute losschickt zum Fahren und dann... Der hat eine Kamera gehabt, da konnte er wenigstens das Ende von der Bahn sehen. Die Zwischenstrecke hat er nicht gesehen. Auf der Zwischenstrecke haben sie halt alle gestanden. Und dann sind sie halt immer ja, mehr, mit mehreren Leuten auf einmal ins Ziel gefahren. Dann klingelt es halt immer und dann sieht er das auf der Kamera und dann meckert er da rum. Und ach, das ist auch ein Job, könnte ich nicht machen, würde mir dermaßen auf den Sack gehen. Na gut, dann jedenfalls sind wir zum nächsten Ding gegangen, beziehungsweise eine große Rutsche. Ja, kleine Nichte wollte rutschen. Ist ja auch schön und gut, aber auf dieser Rutsche waren auch Schulkinder. Eine hat sich nicht getraut. Also haben zwei Stück von der Klasse unten gestanden und haben die angefeuert. Und zwei Stück waren oben und davon hat sich eine nicht getraut. Die hat ständig vor der Rutsche gestanden und hat so oben blockiert. Und hat ständig runtergerufen zu ihren Kollegen, ich trau mich nicht, ich weiß ja nicht. Und Gut, meine kleine Nichte ist in der Zeit schon hochgelaufen, wo die ganze Zeit da rumgemacht hat. Und ja... Wir haben halt zu dritt unten gestanden, haben geguckt und nachdem sich dann nach 10 Minuten nichts getan hat, ist meine kleine Nichte wieder runtergegangen. Wir sind dann, beziehungsweise ist sie dann auf eine andere Rutsche drauf, auf diesem Gerüst quasi gab es noch kleinere Rutschen, dann ist sie da erstmal gerutscht, dann ist sie wieder hochgegangen, die andere hat immer noch oben gestanden, ist nicht gerutscht, hat auch keine anderen vorgelassen. Dann ist meine kleine Nichte wieder hochgeklettert, wollte rutschen, wurde nicht vorgelassen. Dann ist meiner Schwester und meinem Vater mal der Kragen geplatzt, dann haben die da angefangen rumzubrüllen mit der, aber die hat trotzdem einen Scheiß drauf gegeben. Ja, ist trotzdem oben geblieben, ist nicht gerutscht, ist auch nicht die Treppe runtergegangen, hat nur keinen anderen rutschen lassen. Gut, sind wir weitergegangen, nächste Station haben wir dann auch wieder wo angestanden. Beziehungsweise da konnte dann meine kleine Nichte mal so Pferdchenreiten machen auf so einer Pferdebahn. Mit so, ja, keine echten Pferde waren das. Und nebenan ist halt so ein Wagen gewesen, der fährt einen hoch und dann tut man so V-förmig da hoch und runter schießen quasi. Also es wird mal hochgeschleppt und dann tut man so auspendeln. Ja gut, Schulkinder haben natürlich gemeint, sie müssten, weil kein anderer gerade da war, die waren zu zweit oder zu dritt, haben zusammen in diesem Ding gesessen und müssten diese Maschine versuchen alleine zu starten. Da habe ich auch nur gesagt gehabt, zum Glück ist dieses Ding idiotensicher, weil hätte der dieses Teil von innen gestartet, der hat sich aus dem Wagen rausgelehnt und wollte den Startknopf außen drücken, hat die Tür selber zugedrückt, wollte den Startknopf drücken, ist da auf dem Ding rumgeturnt, hatte den Sicherheitsbügel zum Glück nicht unten und deswegen ist dieses Fahrgeschäft nicht gestartet. Aber da musste erstmal auf die Idee kommen, aus dem Ding aufzusteigen, den Sicherheitsbügel nicht zu schließen und dann versuchen, das Teil von außen selber zu starten. Wäre das Ding wirklich gestartet, das hätte den einfach mitgerissen, der hat den Sicherheitsbügel nicht zugehabt und es hätte einen schlimmen Unfall sehr wahrscheinlich gegeben. Und das kannst du dir nicht ausdenken. Wir sind da hingegangen, haben das Ding gestartet von außen, nachdem er den Sicherheitsbügel unten hatte. Aber da denkt man sich auch nur, wie blöd ist man eigentlich? Und wie gesagt, die waren ja gar nicht mehr so jung. Es hat uns weniger betroffen, aber da ist man wirklich froh, dass man in Deutschland wohnt, wo es Sicherheitseinrichtungen gibt, bevor man noch sieht, bevor so ein Kind da irgendwie von so einem Wagen angefahren wird. Da schüttelt man nur mit dem Kopf. Also ich konnte da damals, ich war da selber als Kind schon in dem Park unterwegs gewesen, ich konnte da schon weiterdenken, keine Ahnung. So, wir sollen Kies liefern da hinten. Na gut, dann haben wir uns jedenfalls dahingestellt und da ging es auch wieder los. Die sind dann zehnmal hintereinander gefahren. Da kamen dann irgendwann Kollegen von denen, die haben sich vorgestellt, haben ständig bei denen wieder starten gedrückt und so weiter und so fort. Und es konnte natürlich wieder keine andere Person fahren. Musste man wieder hingehen und musste sagen, Leute, es wollen auch mal andere fahren. Steigt bitte mal aus. Ging es schon wieder los, hat man sich also schon wieder aufgeregt. Und dann ist man zum nächsten Geschäft, zum nächsten Fahrgerät gegangen. Hat man sich wieder hingestellt, ging es wieder los. Ja, ständig haben die sich gegenseitig diese Geräte wieder gestartet und haben keine anderen Leute vorgelassen.
Ja, nachdem man dann mal nett drauf hingewiesen hat, sind dann irgendwann welche ausgestiegen. Ja, dann ist man einmal gefahren, ist ausgestiegen, hat sich wieder angestellt. Ja, und dann war es natürlich wieder soweit. Beziehungsweise sind meine Nichte und mein Opa sind dann dieses eine Fahrgeschäft gefahren. Haben sich wieder hinten angestellt und dann ist wieder die Situation gekommen, dass ich einfach wieder gemeint habe, es müssten sich vier Stück vordrängeln. Und da ist meinem Vater und meiner Schwester wieder der Kragen geplatzt und gab es da wieder Diskussion und da haben diese kleinen Kinder wirklich gemeint, was heißt kleine Kinder, wie gesagt, Alter vielleicht 12, 13, 14, haben gemeint, sie müssten noch anfangen zu diskutieren. Ja, und das kannst du dir nicht vorstellen. Da stellen sich so Kinder hin und fangen dann an, mit den älteren Leuten zu diskutieren. Ja, kein Respekt mehr und drängen sich überall vor und wollen dann noch im Recht sein. Und nee, also da hört dann wirklich der Spaß auf. Also wir sind dann wirklich irgendwann extrem genervt gewesen und sind dann auch nach Hause gegangen. Da fragt man sich halt, was ist los mit Erziehung von Kindern, mit Respekt irgendwie älteren gegenüber, mit Anstand, mit keine Ahnung. Das ist wirklich katastrophal. Ja, und da hast du Lehrer dabei sitzen, die einfach nur irgendwie da sitzen oder ja, in Sichtweite quasi sitzen und gucken sich das einfach alles vom Weiten an. Es ist schon irgendwie ein bisschen traurig, weil ich das so eigentlich nicht kenne in dem Park, aber diesmal war das schon echt wirklich verblüffend. Wir hatten alle danach keine Nerven mehr. Und meine Nichte war ein bisschen traurig, weil sie überall halt lange warten musste und manche Sachen nicht fahren konnte, wenn wir uns nicht eingemischt haben und so weiter und so fort. Das war schon wirklich echt demütigend. Und ich meine, man geht ja nicht in so einen Park, um mit Kindern zu diskutieren, sondern man geht ja eigentlich dahin, um Spaß zu haben. Aber wenn, ja, keine Ahnung, es war wirklich wieder sehr, sehr negativ der Tag. Ich meine, meine kleine Nichte hat trotzdem Spaß gehabt, aber für uns war es einfach nur nervend aufreibend, muss man leider so sagen. Und es war halt nie so. Das war halt nie so. Das ist die letzten Jahre immer schlimmer geworden und mittlerweile kommt man halt wirklich an so einem Respekt-Tiefpunkt an, finde ich. So, eben gerade die Schnellreise nicht ganz so direkt funktioniert, aber jetzt funktioniert sie wieder. Deswegen, ich weiß nicht, wusste nicht, ob ich darüber mal reden soll, das ansprechen soll, aber ich fand es halt wirklich schockierend. Ich meine, wir hätten uns als Kinder, wenn irgendein Erwachsener was gesagt hätte, wir hätten Kopf runter gemacht, wenn traurig gewesen, dass wir angemeckert worden wären. Und heutzutage musst du mit so welchen diskutieren. Ja, und auch überall quasi Handyverbot bei den ganzen Fahrgeschäften, weil es könnte ja runterfallen. Oder wie gesagt, Rodelbahn, konzentrierst du dich aufs Handy, dann fliegst du aus der Bahn raus, wenn du Pech hast. Nee, aber die fliegen nicht raus. Die fahren so langsam, weil sie sich so aufs Handy konzentrieren, dass sie gar nicht mehr wissen oder merken, dass sie überhaupt noch fahren. Dadurch tun sie anderen 10 Leuten quasi den Fahrspaß verderben und ist ja auch eine Gefahr, weil wenn du da in der Kurve stehst und da kommt jemand Vollgas runtergefahren, was du ja machen darfst, dann gibt es einen Unfall, dann gibt es wieder Verletzte und was weiß ich. Und dann ist wieder das Geschrei groß, dass irgendein Erwachsener oder was weiß ich, irgendjemand anderes, der nicht in der Klasse war, zu schnell gefahren ist und deswegen das Kind schwer verletzt wurde. Kann man sich einfach nicht ausdenken heutzutage. Also wirklich nicht. Muss man einfach live erleben. Das muss man einfach live erleben. Oder vordrängeln. Das wäre uns als Kinder nie in den Sinn gekommen, uns irgendwie vorzudrängeln. Ja, und da drängen sich einfach mal 30 Kinder vor. Und die einzigste, es gab ein Kind, war mit dabei, muss man auch erwähnen. Die anscheinend ein bisschen Erziehung erlitten hatte. Nachdem sich die 30 vorgedrängelt hatte, beziehungsweise 29 vorgedrängelt hatte, das 30. Mädchen hat gefragt, ob wir anstehen oder ob sie sich vorstellen darf. Ja, wir haben dann natürlich kulanterweise gesagt gehabt, ja, jetzt ist auch egal, darf sich ruhig vorstellen. Aber das hätten wir als Kinder nie gemacht. Keine Ahnung. Das komme ich nicht mit klar. Ich meine, ich bin 30 Jahre mittlerweile alt. Es ist viel vergangen von meiner Kindheit bis jetzt, aber ich finde die Entwicklung eigentlich mehr erschreckend als positiv. Und da fragt man sich halt irgendwie, woran liegt es? Liegt es wirklich an den Smartphones, irgendwie am Internet, dass da so Respekt verloren geht? Oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur nicht nachvollziehen, weil früher, wir hätten sowas halt niemals gemacht. Aber naja.
So, wir sollen wieder Baumaterial auspacken. Ich meine, ich will da nicht alle über den Kamm scheren. Das auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, von 30 hat eine nachgefragt, ob es okay ist. Aber es ist schon keine positive Entwicklung so in sich. So, wir sollen ein Plattenfundament gießen. Wir kommen da aber ein bisschen schlecht dran, finde ich. Aber gut, wir haben den Fahrmicher-Betonpumpe. Haben wir hier stehen. Wir werden auch damit wieder arbeiten. Und auch Regeln nicht einhalten. Also wenn da damals in groß dargestanden hätte, dass wir keine Handys benutzen dürfen. Zum Glück gab es damals noch keine. Dann hätten wir die Finger vom Handy gelassen. Ganz ehrlich, da hätten wir uns nicht getraut, das rauszunehmen, weil man hätte ja Ärger kriegen können. Und heutzutage wieder steht da kein Handy, erstmal mit dem Handy losfahren. Und die komplette Fahrt filmen. Weiß ich nicht, geht mir irgendwie nicht ganz in den Kopf. Ach, keine Ahnung, es ist alles schwierig. Alles schwierig und anstrengend. Ich finde sowieso auch Handys ein Fluch und ein Segen, so Smartphones. Ich meine, ich habe auch eins, ich benutze es auch die ganze Zeit, aber ich finde es, wie gesagt, ein Fluch und ein Segen, weil dieses ständige Erreichbarsein, ständig alles managen können, machen können, planen können mit dem Ding. Man schaltet irgendwie auch gar nicht mehr so richtig ab, wenn man alle paar Sekunden aufs Handy guckt. Und ich finde es halt auch irgendwie schlimm bei Veranstaltungen. Ich hatte ja in der letzten Folge, glaube ich, darüber gesprochen, dass wir bei Sascha Krammel waren. Sascha Krammel sagt auch am Anfang, ja, bitte lasst mal für die 2 Stunden, die wir jetzt hier gemeinsam Zeit verbringen, die Handys einfach aus. Ja, legt die einfach nebenhin, vergesst mal den Alltag, weil es stört ihn auch ein bisschen, wenn er dann da vorne steht, dann macht ein Blitz von der Richtung, da wird ein Foto gemacht, alle halten nur noch das Handy hoch. Und ich finde auch, dass es wirklich nervig ist. Ich meine, es haben sich wieder 2, 3 Kinder während der Veranstaltung, die ich im Sichtfeld hatte, haben auch ihr Handy gezückt und haben trotzdem aufgenommen und Bilder gemacht und auch mit Blitz wieder, weil anscheinend nicht schlau genug gewesen, den Blitz auszuschalten. Als würde ein Blitz was auf 50 Meter Entfernung bewirken. Natürlich nicht, so ein Blitz vom Handy hat eine Reichweite vielleicht von 2 Metern, wenn überhaupt. Ja, auch wieder ein bisschen negativen Eindruck hinterlassen. Ich finde es aber halt auch so bei Veranstaltungen allgemein nervig, auch bei Konzerten, ja, auch beim Lea-Konzert war es wieder so, alle haben das Handy hochgehalten, dann siehst du da nichts, dann bist du der Einzige, der nicht das Handy hochhält, ja, alle nehmen dir die Sicht weg durch die blöden Handys, weil ja 5000 Leute dann erstmal das gleiche Konzert filmen müssen und was weiß ich. Ich finde es einfach doof. Oder gestern zum Beispiel war die Schulabschlussfeier von meiner kleinen Schwester, die ganzen Eltern haben... Das war eine Veranstaltung in der Aula, ja, keine Erhöhung oder so, dass die hinten besser sehen, nö. Und da haben auch alle Eltern gemeint, sie müssten sich hinsetzen mit ihren Handys in der Hand und die in die Luft strecken. Ich habe nichts gesehen. Ich habe die Veranstaltung über das Handy von meinem Vordermann verfolgt. Es guckt sich doch sowieso keine Sau mehr an. Warum filmt man sowas? Da macht man am Ende einfach ein paar Fotos und gut ist. Ja, oder die Gruppenfotos, die kommen auch auf die Seite von der Schule und in die Zeitung und... Ich muss doch nicht die komplette Veranstaltung filmen. Ja, die Veranstaltung wurde sogar per Livestream übertragen. Die Eltern hätten theoretisch den Livestream auch aufnehmen können. Stattdessen, nee, hat es mich da schon wieder genervt, dass ich über das Handy von meinem Vordermann die Veranstaltung verfolgen musste. Oder mich auf dem Gang rauslehnen musste, weil ich am Rand gesessen habe. Ich finde das einfach dermaßen nervig. Genauso wie ich es auch kommen wir wieder zum Thema Respekt, respektlos fand. Hat gerade geruckelt. Die Veranstaltung war noch nicht fertig. Und also es waren 5 10. Klassen, die verabschiedet wurden. Und sobald halt irgendwie die Klasse ihr Zeugnis bekommen hat, sind die Eltern von dem Kind, haben die Veranstaltung verlassen. Ja, das Kind hat noch da gesessen in der Reihe vorne, weil muss ja noch warten, bis die Veranstaltung fertig ist. Aber sobald das Kind das Zeugnis hatte, haben die Eltern die Aula verlassen. Fand ich auch nicht so die respektvollste Art und Weise, weil es gab noch ein paar Programmpunkte auf der Veranstaltung. Klar, man musste sich das nicht reinziehen, das verstehe ich voll und ganz. Das hätte man sich auch sparen können, die letzten Punkte. Aber
Es war halt noch nicht fertig und die ein oder andere Schüler hatten halt noch ihre großen Momente, weil vielleicht Klassenbeste und was weiß ich, das war dann nach der Zeugnisvergabe und die wollen ja auch noch gefeiert werden für und finde ich ja auch voll in Ordnung. Wenn man so einen guten Durchschnitt hat, dann ist es doch schön, wenn man da mal ein bisschen Applaus für kriegt oder so. Oder die Eltern noch da sind, wenn man dann geehrt wird, aber nee, viele hatten halt schon die Veranstaltung dann verlassen oder ganz am Ende war nochmal ein Programmpunkt, dass nochmal ein Lehrer gesungen hat, weil es gab auch Musik zwischendrin, wurde richtig schön Klavier gespielt von einer Schülerin, am Ende wurde nochmal Mallorca Partyhit gespielt und oder so ein Zeug, was muss ich denn eigentlich gerade hier transportieren, Betonsäcke und Betonschalung, okay, da muss ich mir gerade noch ein bisschen was freischaufeln. Und während der Lehre dann, das war der letzte Programmpunkt, nochmal Partymusik gesungen hatte, was auch richtig gut gesungen war, muss man sagen, also so wirklich Ballermann-mäßig, und richtig Stimmung nochmal reinkam mit den paar Eltern, die noch da waren, ja, sind dann auch fast alle aufgestanden und haben, während er noch gesungen hat und Party gemacht hat, während er noch sein Liedchen gedrillert hat, es war nur ein Lied, sind die aufgestanden und haben während dem Singen die Veranstaltung verlassen und sind rausgegangen. Ich mir auch denke, irgendwie ist es doch auch ein bisschen mies, oder? Da stellt sich extra noch so ein Lehrer hin, macht noch Party, hat auch richtig gut gesungen und dann, während er singt, stehen alle auf und gehen. Das weiß ich nicht. Fand ich auch so ein bisschen respektlos von den Eltern. Ah, ich habe die falsche Palette. Ich wollte die eigentlich nur runterräumen. Aber wenn ich jetzt hier, weil ich am Erzählen habe ich die jetzt hierher geschliffen. Ich wollte die eigentlich nur runterräumen, damit ich an die andere Palette dran kann. Ja, da sind wir wieder beim Thema Respekt, aber wenn es halt die Eltern schon nicht beherrschen irgendwie. Genauso wie während der Veranstaltung, es war einfach keine Ruhe. Es ist ständig, während der Schulleiter gesprochen hat oder Zeugnisse vergeben wurden, Eltern aufgestanden, rumgelaufen, Fotos gemacht, sich mitten reingestellt, Handys hochgehalten und weiß ich nicht. Okay, da komme ich irgendwie sehr, sehr schlecht dran mit dem Teleskoplader. Okay. Ja, ich heb die mit dem Kran raus, die eine. Und die Betonsäcke hebe ich auch runter, komme ich besser dran. Fand ich auch wieder so ein bisschen... Ja, ich habe mich nicht aufgeregt darüber, aber ich fand es halt irgendwie, oder ich finde sowas halt irgendwie ein bisschen schade. Okay, ich nehme erstmal die Betonsäcke hier runter, weil dann komme ich auch, beziehungsweise dann verhakt sich die andere Palette auch weniger. Machen wir es so. Ich war fast einer der Einzigen, der bis zum Ende vom Lied sitzen geblieben ist. Und ich finde, wenn ich mich halt so in die Lage versetze von dem, der da gesungen hat, der auch wirklich gut gesungen hat und dann stehst du da vorne auf der Bühne, singst dein Lied und alle stehen auf und gehen so schnell wie möglich raus. Weiß ich nicht. Ich meine, man hätte den Programmpunkt auch anders planen können, dass so Musik noch zwischendrin kommt und nicht am Ende, weil das hätte klar sein können, dass dann vielleicht viele Eltern aufstehen und schon rausgehen, während er singt und schnell weg. Aber ich fand es halt trotzdem irgendwie mies von den Eltern, dass man diese 3 Minuten Lieddriller nicht aushalten kann, sondern direkt irgendwie rausstürmt. Während die Schüler noch da gesessen haben sowieso. Also, es hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Ich fand es persönlich einfach nur respektlos. Und ich bin auch irgendwie der Meinung, ich finde auch eigentlich, dass so Handys während Veranstaltungen verboten gehören. Ich meine, bei Sascha Krammel, es war in Ordnung. Es waren 2 Kinder, die ich gesehen habe, ja, vielleicht auch so Alter 12, 13, 14, wie beim Freizeitpark. Was mache ich hier eigentlich gerade? Achso, ich brauche Holzdeckenelemente. Genau, die sind nicht da drunter, die sind da drunter. Aber gut. Was will man machen? Ansonsten war die Veranstaltung eigentlich ganz cool gemacht. Also die Abschlussfeier, muss man sagen. War auf jeden Fall in Ordnung. War jetzt nicht so langweilig, weil der Schulleiter ist, wenn er so auf der Bühne steht, immer ein bisschen aufgedreht und ganz lustig drauf. Und falsche Palette. Ich sollte mich nicht aufs Reden konzentrieren. Und deswegen war das eigentlich ganz interessant gestaltet. Auch die Zeugnisübergaben gingen eigentlich recht schnell dafür, dass es so viele 10. Klassen waren. Zwischendrin war richtig schöne Musik.
auch, wie gesagt, ein Klavier stand da und wurde auch richtig schön gespielt. Eine Schülerin hat gespielt, hat sich das zweimal verspielt, aber ist ja nicht schlimm. Ja, also wären so viele Eltern da und so viele Schüler, wäre ich auch ein bisschen nervös und hätte mich auch verspielt, ganz eindeutig. Aber hat es jedes Mal wunderbar gerettet und hat sich auch so sehr, sehr schön angehört. Was mache ich hier eigentlich? Ich muss doch die Palette hier verräumen. Mann, wenn man im Gedanken ist, beim Erzählen. So, das brauchen wir doch eigentlich. Ja. War trotzdem sehr, sehr schön, sehr gefühlvoll gespielt und auch, es gab dann nochmal ein Musikstück, da wurde Klavier und Trompete gespielt und ganz am Ende halt war dieser Ballermann-Hit von jemandem gesungen, der auch wirklich beim Ballermann, also ein Lehrer, der auch beim Ballermann öfters mal Auftritte gibt, hat auch wirklich wunderbar gesungen, war richtig cool, richtig Partystimmung, aber schade war es halt wirklich, dass alle aufgestanden sind und gegangen sind, als der gesungen hat. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber gut. Ich wurde da vielleicht auch anders erzogen oder ich versetze mich halt auch gerne in die Lage anderer Menschen und ich hätte es richtig mies gefunden, wenn ich jetzt da gesungen hätte und alle wären aufgestanden und weggegangen. Da hätte ich mir wirklich Vorwürfe gemacht und hätte mir gedacht, okay, irgendwie kann ich ja wohl richtig beschissen singen. Weiß ich nicht. Naja. Die Sache mit dem Handy finde ich halt einfach nur nervig. Ja, wenn du dann eine Veranstaltung nicht richtig mitverfolgen kannst oder miterleben kannst, weil du ständig ein Handy in der Fresse hängen hast. Das ist, ich bin da wahrscheinlich zu alt für. Weiß es nicht. Also ich genieße lieber Veranstaltungen ohne Handy hochzuhalten. Also wenn ich auf einer Veranstaltung war, ich habe, wenn überhaupt, vielleicht ein Erinnerungsfoto und das meistens von vor der Veranstaltung. Also wenn man gerade sein, was weiß ich, Konzert, bist gerade vor die Bühne gelaufen, mache ich mal ein Bild von der Bühne vor dem Konzert, poste mal einen Status oder so und sage, ja, jetzt Konzert genießen, was weiß ich. Und dann war es das. Während der kompletten Veranstaltung lasse ich mein Handy weggepackt. Aber da bin ich halt leider der Einzige anscheinend. Aber gut. Jeder wie er möchte. Aber ich finde, man sollte halt auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf andere Leute und sobald man halt sein Handy hochhält, ist halt für jemand anderes hinter dir die Sicht versperrt. Ist leider so meine Erfahrung. Genau, ich komme jetzt aber langsam mal ans Ende der Folge und am Ende ans Ende von der Meckerei. Beziehungsweise ich meckere ja nicht. Ich erzähle ja einfach nur. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir sind jetzt bei 37 Minuten Folgenlänge, ist glaube ich ganz gut. Wir haben sehr viel erledigt, sehr viel Schwachsinn auch hier gemacht, weil ich nicht ganz bei der Sache war. Und ja, nächste Folge gießen wir ein paar Betonsäulen und dann geht es da auch schon weiter. Bewerten nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen, würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge, euer Tommy. Tschüss!